Hallo und herzlich willkommen zu Fröhlich Leben. Ich bin der Valentin und freue mich, dass du eingeschaltet hast. In dem heutigen Video möchte ich dir eine weitere Übung aus meinem Buch Heilsame Bewegung bei Fibromyalgie, Rheuma und chronischen Schmerzen vorstellen. In den bisherigen Videos habe ich mehrere Übungen zusammengefasst, doch heute fokussieren wir uns nur auf eine Übung, weil sie so detailreich ist. Und zwar handelt es sich um den herabschauenden Hund. Falls du nähere Informationen zum Thema chronische Schmerzen haben möchtest, empfehle ich dir, einen Blick in mein Buch zu werfen. In dem Buch gehe ich nicht nur auf die körperlichen, sondern vor allem auch auf die psychischen Zusammenhänge ein, die zu chronischen Schmerzen führen. Nun aber viel Spaß mit dem heutigen Video. Der herabschauende Hund ist einer der wenigen Übungen aus dem Buch, die gleichzeitig dehnen und kräftigen. Bevor wir die Haltung einnehmen, ist es ratsam, die Handgelenke zu mobilisieren, wie ich in einem der vorigen Videos gezeigt habe. Ich möchte euch zwei Varianten des herabschauenden Hundes vorstellen. Bevor wir die Haltung des Hundes einnehmen, komm bitte erstmal in den Vierfußstand. Stell hinten die Zehen auf und führe die Hände etwa eine Handlänge nach vorne. Die Hände befinden sich jetzt also nicht unter den Schultern, sondern weiter vorn. Um zu testen, ob der Abstand zwischen deinen Füßen und den Händen für die Haltung des herabschauenden Hundes richtig ist, komm erstmal in die Liegestützposition bzw. in die Planke. Das heißt, dass die Handgelenke sich unter den Schultern befinden und deine Zehen aufgestellt sind. Hier ist dein Bauch fest und dein Becken nach hinten gekippt, sodass du kein Hohlkreuz einnimmst und nach unten absackst und dein Gesäß sich aber auch nicht zu weit oben befindet. Die Planke stärkt deinen Rumpf. Dadurch ist dein Po aktiv, die Beine gestreckt, die Arme gestreckt. Lass deinen Atem durch deine Nase fließen und blicke runter auf deine Matte. Lass den Kopf hier nicht hängen. Atme tief ein, mit dem nächsten Ausatmen beug die Knie und drück dich aktiv mit deinen Händen vom Boden weg nach oben. Bring dein Gesäß so weit es geht mit gebeugten Knien hoch zur Decke. Drück dich nochmal aktiv mit den Armen vom Boden weg. Und dann erst strecke allmählich deine Beine aus. Dein Blick geht Richtung Boden. Lass den Kopf hier nicht einfach hängen, sondern blicke runter auf deine Matte. Drück dich aktiv vom Boden weg, beug deine Beine nochmal und dann streck die Beine nochmal aus. Lass deinen Atem durch die Nase fließen und hier kommt es nicht darauf an, dass deine Fersen den Boden berühren. Du kannst immer wieder die Beine kurz beugen, dich vom Boden wegdrücken und die Beine wieder strecken. Lass langsam die Knie zum Boden absinken, den Fußspann ablegen und öffne die Knie, um kurz die Haltung des Kindes einzunehmen. Lass deine Stirn auf deinen Handrücken ruhen und lass deinen Atem fließen. Mit dem Einatmen richte dich langsam auf, bring die Knie zusammen und verweile für einen Moment im Fersensitz, während du auf deine Matte blickst. Nun kannst du dir im Geiste schon vorstellen, wie du nochmal die Haltung des Hundes bzw. den herabschauenden Hund einnimmst. Und diesmal gibt es eine kleine Variation, und zwar den aktiven Hund. Wir beugen und strecken ein Bein nach dem anderen. Aus dem Fersensitz begib dich erneut in den Vierfußstand und setze die Hände wieder etwas weiter vorne auf. Die Zehen hinten sind aufgestellt. Dann nehmen wir erstmal die Planke ein, das heißt, die Beine strecken wir, die Arme sind gestreckt und die Armen beugen
zeigen nach vorne. Der Po ist fest, Bauch ist fest und wir blicken hinunter auf die Matte. Der Körper befindet sich also in einer Diagonale. Atme tief ein, mit dem Ausatmen beug deine Knie und drück dich mit den Händen vom Boden weg, während dein Gesicht so weit es geht nach oben strebt. Atme ein, beug nochmal die Knie, drück dich vom Boden weg und dann mit dem Ausatmen streck die Beine aus. Und hier wollen wir jetzt den aktiven Hund einführen bzw. den Hund spazieren führen, indem wir auf der Stelle gehen. Dazu beugen wir das rechte Bein und strecken das linke. Komm zurück in die Mitte, beug beide Beine und streck das rechte Bein. Beug wieder beide Beine und streck das linke Bein. Einatmen, beide beugen. Ausatmen, das rechte Bein strecken. Einatmen, beide beugen. Ausatmen, das linke Bein strecken. Einatmen, beide beugen. Mit dem Ausatmen beide Beine strecken. Einatmen, komm zurück in die Planke. Das heißt, bring deine Schultern wieder über die Handgelenke. Und von hier aus können wir die Knie absinken lassen und erneut die Haltung des Kindes einnehmen und für einige Atemzüge uns erholen und nachspüren. Schließe dafür gerne deine Augen. Und lass deinen Atem durch die Nase ein- und ausfließen. Ganz langsam richte dich auf. Führe die Knie zusammen. Und spüre für einen Moment im Fersensitz nach. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schau dir auch gerne meine anderen Übungsvideos an. Und solltest du nähere Informationen zum Thema chronische Schmerzen wünschen, empfehle ich dir wärmstens mein Buch, da ich dieses Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchte und dir gerne dabei helfen möchte, deinen chronischen Schmerzen auf die Schliche zu kommen und natürlich zurück in die Schmerzfreiheit zu finden. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und wenn du diesen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis bald und alles Gute, dein Valentin.